Dann craften wir halt gleich erstmal nur, weiß ich nicht, 2, 3, 4. So, Neta ist da. So, weiß ich nicht. 4? Immer noch zu viel. 3? Immer noch zu viel. Generator. So. 2? Sehr schön, das funktioniert wenigstens. So, funktioniert das auch wirklich? Das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. So. Dann brauchen wir da mal die Generatorin. So. Einziger Nachteil an diesen Netastar-Generatoren ist, sobald die laufen, machen die ein ziemlich uncooles Wither-Feld. Das heißt, wir können die hier nicht einfach mal eben irgendwo hinsetzen, eigentlich. Deswegen würde ich die ganz gerne irgendwo hinsetzen, wo sie nicht stören. Aber wir gleichzeitig darauf auch immer dauerhaften Zugriff haben. So. Da würde ich mal so sagen, wir basteln uns hier hinten. Basteln wir uns hier hinten? Ich glaube eher nicht so. Okay, gut. Ich bin immer weg. So. wir könnten hier in eine andere Generation, also in eine andere Dimension bauen. Das ist aber wieder zu oversized. Wir könnten die hier reinbauen. Was sagt das Käbelchen? 3 von 8. Total im Rahmen. So. Dann müsste ich jetzt hier nur mal das Kabel wieder finden. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Das geht. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entweder hier? Ja, da haben wir es ja. Sehr schön. So, dann basteln wir das hier immer wieder zu. Bisschen provisorisch, aber das ist okay. So. Weil ich brauche nämlich das Smart Cable hier. Das sollte dann auch kein Problem sein. Von der Entfernung. So. Wir brauchen Ender Batteries. Wir brauchen Ender Batteries. Dann brauchen wir Export Buses. Ender Batteries. 2 Stück an der Zahl. Dann brauchen wir Export Buses. Export Boosts, und zwar 2 Stück. So, dann brauchen wir Acceleration Cards. Brauchen wir 8 Stück an der Zahl. Und dann brauchen wir Neta Stars. Rein zum Konfigurieren. So. So. Brauchen die? Nee, brauchen nicht, ne? Sehr schön. So. Dann hätte ich ganz gerne. So. Nee, du sollst keine Acceleration Cards exportieren. Bist du doof oder was? So, jetzt brauche ich Smart Cable. Smart Kabel. So. Ah, ja. Seht ihr, was ich meine? Bin ich jetzt hier immer noch in Range oder bin ich jetzt hier aus der Range raus? Na holla, die Waldfee. Das war jetzt aber knapp. Ich würde ganz gerne mal nach oben. Okay, das geht. Sehr schön. So, jetzt müsste ja theoretisch Scheißhaufen an Energie reinkommen. Oder auch nicht. So, 2 sollen da jetzt mal bitte reindödeln. Da kommt zwar ein Scheißhaufen an Energie an, aber ich bezweifle gerade ernsthaft, dass die Energie, die hier ausgeschüttet wird, auch tatsächlich da ankommt, wo sie ankommen soll. Wenn das nämlich der Fall ist, dann müssen wir tatsächlich, glaube ich, mal Tesserakte bauen. Mal schauen, inwieweit wir
damit den Input für die Sphäre machen. Es ist auf jeden Fall weniger Arbeit, als wenn wir jetzt anfangen, die ganzen Ender Batteries durch Tesserakte zu ersetzen. So gesehen... Ja. Wie viel haben wir davon eigentlich wieder? Oh, okay, gut, 18 Stück. Danke. Wieso haben wir Tesserakte? Ich muss erstmal mein Headset wieder anmachen. Hallo! Danke. Wieso haben wir Tesserakte? Haben wir schon mal... Wofür haben wir die gebraucht? Ah, dafür haben wir die gebraucht. Alles klar. Ich muss mal eben ganz kurz mein Headset anschließen. Irgendwie meint es die ganze Zeit, hey, wir gehen aus. Und ich so, ich will nicht, dass es ausgeht. Ich muss PC stehen, ich auf mein Kabel rum. Danke. So. Ups. So. Jetzt ist das Kabel dran. Jetzt drücke ich nochmal auf den Anknopf und... Ja, das ist so der Nachteil an Wireless-Headsets. So, wir werden davon mal eben ganz kurz ein paar mehr holen. So. Puh. Da muss ich da tatsächlich jetzt runter, wa? So. Aua, es tut weh. Oh Gott, dammit. Immer noch verpestet hier die Luft. Mensch, Glück gehabt. So, dann, da hinten setze ich meinen hin, da setze ich meinen hin. So. Dann Frequency, Energie 01. So. Nether Star. Star Gen Out. So. Receiving. Nein, du sollst nicht mal Energie empfangen. Du sollst tatsächlich eigentlich nur Energie senden. So. Dann. Sending Energy. So, send. So, sehr schön. Also überall zweimal drauf und da noch einmal mehr. So, dann Redstone deaktivieren wir. Das war doch jetzt aber nur. Egal. So. Ach, schön. Die hat er stehen gelassen. Super. So. Schnell weg da. Krass, ich habe nicht mal was abgekriegt. Supi. So, jetzt machen wir uns mal eben den Spaß und setzen einfach mal einen Tesserakt hier dran. So. Muss ich nur noch herausfinden, wo ich die dusselige Ender Battery hier hingesetzt hatte. Ich will die nämlich mal eben abnehmen. Oder auch nicht. So, da kommt jetzt tatsächlich noch was rein. Das sind die Überbleibsel, die da jetzt noch produziert werden. So, das heißt, theoretisch, wenn wir da jetzt einen Tesserakt anschließen. Ein Tesseract. Und wir sagen, okay, gut, hier, guck mal, Redstone. So, receiving all. So, dann haben wir tatsächlich 3 Millionen, die der jetzt hier empfängt. Krasser Scheiß. So, da ich allerdings hier auf den Reaktor nicht verzichten möchte, wird der jetzt hier mal bitte weiterlaufen. Wir gehen mal da oben zu Energy Sphere und werden so da mal einen Tesserakt hinsetzen. Receiving All, das machen wir auch mal eben weg. So, dass er nämlich jetzt nur Energie empfängt. Und theoretisch müsste doch da jetzt ein Scheißhaufen an Energie reingehen. Gerade geht da gar nichts rein.
Ach, weil du voll bist. Na, holla, die Waldfee. Das ging schnell. Nicht mal eine halbe Stunde. Gut. Wie sieht denn Tier 6 aus? Na, holla, die Waldfee, ey. So. So, schauen wir mal. So haben wir es. So haben wir es auch. So haben wir es auch. Alles klar. Also ich muss das wieder durch. Also eine Schicht mehr Dings drauf. Passt das denn? Ich hoffe. So. Ja gut. Dann setzen wir da halt jetzt noch eine Schicht Dings drauf. Redstone-Blöcke. So. Redstone. So, wir fangen erstmal hier vorne an, weil ich behaupte mal, das ist am einfachsten, wenn wir das jetzt von vorne angehen. So. So. Einmal außen rum. Oben drauf. Ah, da wird das aber oben schon wieder richtig knapp, ne? Wenn wir uns das jetzt mal angucken. Das ist aber... Ah, mir geht die Wolke hier auf den Sack. Sofern das überhaupt eine Wolke ist, so hartnäckig wie das Scheißteil ist, glaube ich noch nicht mal mehr, dass das eine Wolke ist. naja. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird hier. So. Da 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 da. Na! So. Dann holen wir uns den hier noch hoch. So, und jetzt müsste da theoretisch der Rest mit Draconium ummantelt werden. So. So. Schupp, schupp. So. Dab, 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 dab. Ich muss mal gucken, ob man das eventuell noch modifizieren kann, hier diese Multiblocks. Strukturen. Das wäre total geil, weil dann würde ich nämlich ab einem gewissen Level einfach nur noch die aufgeladenen Draconium-Blocks nehmen. Das wäre um einiges herausfordernder als das. Hier muss man jetzt einfach nur aufpassen, dass man sich nicht verbaut, aber ansonsten... So. Okay, ja gut. Zugegeben, ich habe es auch schon hingekriegt, dass ich mich hier verbaut habe, aber trotzdem... So. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Da, dam, 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 dam. So. Jetzt stellen wir etwas fest, was. Hä? Hä? Was ist denn jetzt hier falsch? So viel zum Thema, das ist ja gar nicht weiter schwer. Ich brauche Draconium. Ich brauche Draconium. Ich stelle gerade fest, so viel habe ich davon gar nicht mehr, wa? So. Dab, 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 dab. So, ich muss mir das aber tatsächlich gleich nochmal anschauen, weil ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich jetzt hier das auch noch mit einmal ummanteln musste oder nicht. Hopp, hopp, dab, dab, dab. So. Dam, da, dam, da, dam, dab, da, dab, da, dab, da. So. Jetzt einmal ganz kurz anschauen. Tier 7 ist das, ne? Ich glaube ja. Gar tatsächlich ist das erst Tier 6, oder? Ich glaube ja. So. Ich setze jetzt einfach mal den Partikelgenerator da wieder hin. Verdammt! Oder muss ich jetzt hier doch einmal? Wir machen es jetzt einfach mal. Nee, das kann nicht angehen. Das kann nicht angehen. Zumindest... Obenrum nicht.
Wo habe ich mich denn jetzt wieder verbaut? So, das hat hier eine Fünferbreite. Fünferbreite, eine Fünferbreite, eine Fünferbreite. So. Das ist doch eigentlich richtig. Mal eben schauen. So. Ach nee, das wird tatsächlich schon Tier 6. So, dann haben wir da eine 1, 2, 3, 4. Wisst? Ja, so haben wir es. So haben wir es auch. So haben wir es letzten Endes auch gemacht, weil das ist so wieder oben. So, schauen wir mal. Ja, da ist eine gewisse Abstufung drin, genau. Nach oben hin auch. Dahin. Ach, Mensch. Ah, gut, da haben wir es vergessen. La 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 la. Niemand hat's gesehen. Niemand hat's gesehen. Und wenn einer doch schreibt, dann wird er gebannt. Ha! So, geht doch. Alter Schwede, seht ihr, was da an Energie reingeht? Alter. Wow. Das machen nebenbei gerade hauptsächlich die ganzen Netherstar-Generatoren. Der Big Reactor, der ist jetzt einfach nur, naja gut, er ist halt da, ne? So, ja, was machen wir jetzt mit der ganzen Energie? Auf jeden Fall erstmal schön da drin lassen. So, also ich würde jetzt ganz gerne einmal zur Tree Farm. Und mir jetzt einmal ganz kurz anschauen, wie das hier tatsächlich aussieht. Cool. Richtig cool. Leider sieht man von außen nicht ganz so viel, aber das ist in Ordnung. Das ist durchaus in Ordnung. So, jetzt möchte ich ja mal... Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte jetzt eigentlich dahin. Danke. So, mal schauen, was er jetzt hier sagt. Er sagt... Ja, Energie fast aus und... Na? Was sagt er hier? Er braucht mal wieder ein wenig Nachschub. So, haben wir da noch. So. Muss ich ja tatsächlich mal wieder aufräumen, wa? So. Ganzen Sheet mal da reinschmeißen. So, dann brauche ich hier Lorium. Und zwar mal wieder ganz viel. So. Sehr schön. Bam, da. Als nächstes würde ich so sagen, wäre ja eine gewisse Automatisierung nicht schlecht, ne? Weil der Reaktor muss ja jetzt nicht mehr dauerhaft laufen, sondern immer nur, wenn, weiß ich nicht, wenn der Energiepuffer einen bestimmten Wert erreicht hat. Jetzt könnten wir uns natürlich jetzt mit Hilfe der Ripple and Capacitor Bank beziehungsweise mit Ender.io weiterhelfen. Aber ich denke mal, das werden wir anders machen. Und wie? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und wisst ihr was? Falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren und bitte gut bewerten. Und hinterlasst mir einen ganz, ganz lieben Kommentar, okay? Danke und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.